Moin moin, willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Prison Architect Alpha 27. Wir haben in der letzten Folge die Planung abgeschlossen und wollen jetzt anfangen, das Gefängnis nun auch richtig zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Den Grundriss sehen wir ja hier noch vom letzten Mal und wir fangen am besten an, indem wir den Eingangsbereich bauen und ein Fundament legen. Ich mag für Außenwände gerne Ziegel, für Innenwände bin ich mehr für Beton. Den können wir ja auch dementsprechend hier nachher einbauen. Aber außenrum habe ich eigentlich immer gerne Ziegel, obwohl die Wand ja sowieso durch dann eine Perimeter-Wall nachher getauscht wird. So, bauen wir erstmal hier vorne. Zack, das Fundament. Wir setzen das Fundament. Wir setzen das Fundament. Wir setzen das Fundament. Und logischerweise auch das Fundament. Okay, dann lassen wir es erstmal hier, auch bei dem. Komm, machen wir es mal hier und hier. Den Raum brauchen wir eh noch nicht, den lassen wir erstmal aus. Dann die Isolationszelle. Den Besucherraum. Ach, wir haben doch was vergessen. Und zwar das Büro des Psychologen. Den haben wir ausgegliedert. Den haben wir ja nicht hier mit reingebaut, sondern den wollten wir ja hier mit rein, weil ja auch die Sitzung stattfinden wird. Wo setzen wir denn mal hin? Dann gehen wir einfach hier mit hoch. Dann haben wir einfach hier eine Route. Einen Weg mit hoch. Dann kommt hier der Hof hin. Und setzen dann einfach hier den Raum des Psychologen hin, das Büro des Psychologen. Und er kann hier nebenbei, nehme ich nachher noch der Gruppenraum, wo dann auch Sitzungen stattfinden, wie zum Beispiel für Alkoholiker oder ähnliches. Aber das kommt dann später. Gut. Dann setzen wir auch das Fundament. Dann haben wir schon mal knapp 20.000 ausgegeben, nur für die Fundamente. Das würde ich sagen, lassen wir mal jetzt laufen. Und dann geben wir den Rest aus für das Material und dann bleibt uns noch 19.000 Euro, Dollar, Euro, hier sind es Euro, über. Gut, dann würde ich sagen, stellen wir die Zeit mal auf, dementsprechend schnell. Wir haben ja auch die Ankunft von Insassen ausgestellt. Jetzt fangen sie schon mal an, hier die Bäume zu fällen, womit wir gleich auch ein bisschen Geld verdienen können. Indem wir das Holz verkaufen, dann kriegen wir mal 1.000, 2.000 Euro dazu. Oha. Ja, da kommen so einige LKWs, die was anliefern. Ja, ich würde sagen, sammeln wir doch mal hier die Holzdinger zusammen. Dann würde ich alles einzeln angucken. Aber wollen wir nicht. Wir sind zu beschäftigt. Wir brauchen mal die ganzen Holzstämme. Jetzt fangt ihr doch an. Ja, das ist aber großzügig. Nee, den wollte ich nicht, den wollte ich. Ja, die sind gleich hier. Fundamente setzen. Das haben wir schon fertig. Die sind auch gleich mit fertig. Wir nehmen beide noch ein bisschen Geld durch unsere Einnahmen. Ja, jetzt noch was zusammengepackt. Dankeschön.
Oh, das Fundament haben sie auch fertig. Die Integrationszelle. Holding Cell. Ja, die Geräusche. Gehen wir ein bisschen weiter runter. Oh, ist ja noch ein bisschen angenehmer. Gut. Deshalb können wir ja mal schon mal anfangen, dann die Eingänge zu setzen, die Türen. Ihr seid fertig. Machen wir hier die Gefängnistüren hin. Richtig mit den Lampen, die das Setzen der Lampen gefällt mir eigentlich nie. Das breche ich mal ab, die setze ich selber. Hier, 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 hier und hier, 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 hier. Ach, da hat er noch eins reingesetzt. Okay. Dich wollten wir da eigentlich nicht haben. Dann demontieren wir dich wieder. So, dann haben wir unseren Eingangsbereich fertig. Da setzen wir mal rein zwei Schreibtische. Und zwei Stühle. Und dann können nämlich hier und hier nachher noch Monitore hin, wo dann auch Beamte sitzen können, die dann die Monitore bedienen. Gut, dann haben wir das fertig. Dann kümmern wir uns mal um den Strom. Dann geht's hier weiter. Einrichtung. Eine Personaltür. Wunderbar. Jetzt gehen wir da rein. Zack. Gleiche mit dem Licht machen wir hier auch. Nein, wir wollen keine Lampen gesetzt haben, das tun wir selber. Oh, nein, gar nicht. Eins, zwei, und vier. So, nun kommen wir zur Versorgung. Ein Generator, den wir ja schon haben. Zack. Und ein Pumpwerk. Zack. Und ein Kondensator oder Kondensator, wie es dann im Original heißt. Auch das Ganze auch mit Strom versorgt. Genau, fangt mal an hier. Wunderbar. Dann haben wir auch das Wasser versorgt. Und dann geht's los mit Strom. Ich habe gerne eine vernünftig geplante Strom- und Wasserversorgung. Das werdet ihr noch merken. Ich mag das nicht, wenn das hier kreuz und quer irgendwie durchläuft. Das muss alles geordnet sein und dann abweichen. Ist ein bisschen teurer nachher, und weil es mehr Leitungen bekommen hier verlegt werden müssen. Aber es sieht einfach vernünftiger aus. Ist hell genug hier. Passt. So, dann haben wir hier den Strom und hier den Strom. Dann würde ich sagen, fangen wir mit dem nächsten Raum hier oben. Machen wir da weiter. Da kommt eine Personaltür rein. Mal aufpassen hier gleich. Weil der schon hier vorbereitet steht. Nein. Mist. Mist. Hätte mal doch die Zeit auf langsamer stellen sollen vielleicht, dann wäre das vielleicht nicht passiert. Egal. Dann demontieren wir sie wieder. Und setzen diese Dinge nachher selber ran, indem wir aber erstmal jetzt die Innenmauern setzen.
groß. Hier ist auch ein Leitbaum. Wunderbar. Einrichtung Fenster. Die können nicht symmetrisch gesetzt werden. Das ist natürlich jetzt nicht so berauschend. Jetzt nur die halb symmetrisch. Nicht ganz, aber. Jetzt müssen wir lachen. Dann ist es auch ein bisschen heller hier drin, auch ohne Licht. Und ich denke mal, vielleicht fühlen sich die Mitarbeiter auch ein bisschen wohler hier. So, jetzt geht's weiter mit. Da wollte ich nicht hin, ich wollte hier die Lampen. Setzen. Hier, 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 hier. Wäre das symmetrisch? Ich glaube ja. Sieht gut aus. Außer ich habe einen ganz großen Knick in der Linse. Also ich hoffe. So, hier. Und dann machen wir vor jede Tür hier auch noch ein Lämpchen. Ist weg. Und dann müssen wir natürlich noch die Kabel verlegen. Die Stromverbindung, die legen wir gleich hier hoch. Wasser werden wir hier oben erst brauchen wahrscheinlich. Auch hier überall Stromversorgung. Lämpchen leuchten. Ja, noch 19.000 ist nicht so viel. Können wir mal zwei Arbeiter rausschmeißen. Dann haben wir ein bisschen mehr Geld über pro Stunde. Gut, haben wir das auch abgehakt. Jetzt kommt die Einrichtung. Wir brauchen einen Schreibtisch. Der kriegt seinen Schreibtisch hier hin. Der kriegt seinen Schreibtisch dahin. Der kriegt seinen Schreibtisch hier hin. Und der wieder dorthin. Dann haben wir hier den. Zack, zack, zack und zack. Dann braucht ihr noch Türen, wäre ja ganz nett, ne? Soll ja nicht jeder reingucken können. Da reichen dann normale Türen, weil wir haben ja hier schon die nur für Personaltüren. Ihr braucht noch einen Aktenschrank. Da kriegt sein Lebensfenster. Du bekommst dein hier hin. Du bekommst dein da hin. Und du kriegst dein hier oben hin. Ich glaube, das war's. Ich glaube, mehr braucht es nicht, ne? So. Schreibtisch, Stuhl, Aktenschrank und soll innen liegen sein. Wunderbar. Dann haben wir die alle ausgerüstet. Können wir sie auch schon mal hier benennen. Eins. Nee, ja, doof, genau. Ja. Wie komme ich denn auf Hof? Wunderbar. Und Büro. Zack. Haben wir vier Büros. Das ist natürlich sehr groß geraten, aber da kann hier noch Couch nachher hin. Aber das machen wir, wenn wir Geld haben. Und dann können wir jetzt den ersten Direktor schon mal hier einstellen. Er bekommt sein Büro gleich hier vorne an. Nee, will er nicht. Er will nach hier oben. Gut, dann sind wir da oben. Hier sieht man, hier wurde Büro extra mit UE geschrieben in der Übersetzung. Hier haben sie es vergessen und dann fehlt das Ü. Gäbe kein Ü. Ich weiß nicht, wie groß. Egal, ist nicht so wichtig. Ist ja nicht so schlimm. So, Direktor haben wir. Jetzt nochmal Buchhaltung freischalten. Dazu gehen wir in die Forschung und schalten die Buchführung frei. Kostet uns 500, dauert 6 Ingame-Stunden. Jo, passt. Kann ein bisschen arbeiten hier. Schon ist er dabei. Den Teil haben wir auch. Jetzt machen wir hier vorne weiter.
haben wir mit dem... Ah, das hatten wir jetzt schon. Ich bin schon verwirrt hier. Kleine Gefängnistür. Nein, wir wollen keine Lampen. Die setzen wir selbst. Und hier. 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 Und natürlich auf der Toilette. Die übrigens offen sein werden, ja. Sieht der da hinten auf? Offen sind keine Türen drin, ja. Die sollen sich ja nicht verstecken können und dann, was weiß ich, Drogen zu sich nehmen oder was auch immer, was sie da machen wollen. Sich besaufen. Da soll dann schon ein Auge drauf geworfen werden können. Stromversorgung hoch. Setzen. Zehn Stück für jeden Insassen ein und dann die Innenmauern. Zack, 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 und zack, zack, und zack. Wunderbar. Und als nächstes die Bette. Ja. Drehen wir die mal. Obwohl ich in den Betten hier nicht schlafen möchte. Wenn da alle dran vorbeilaufen. Und die Trennung zur Dusche. Die Tür können wir aber nicht immer offen lassen. Nicht so wild. Und Toiletten brauchen wir noch. Und die brauchen auch wieder Wasser zu führen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und zur Versorgung nochmal. Dann haben wir die auch mit Wasser versorgt. Und dann ist die wohl links hell, inklusive Duschraum, kleinstem Raum auch fertig. Ich trinke noch mal einen Schluck von meiner tollen regionalen Biomilch. Natürlich Vollmilch. So, dann haben wir auch das fertig. 13.000 Euro, wir merken, langsam, aber sicher fehlt uns das Geld. Aber wir kriegen gleich den nächsten Teil mit der Buchhalterung. Der Buchhalterin, die können wir auch schon mal einstellen. Welches Büro möchte sie haben?
Das dritte. Nimmt sie. So, ja, schön. Geld bekommen für den Subventionsabschluss. Ich kann auch schon mal den nächsten annehmen. Ich würde sagen, da wir den Personalraum eh schon gebaut haben hier, nehmen wir als nächstes hier die Personalwohlfühlinitiative. Die PWU, die Prison Worker Unions, haben einen Bericht über Personal in Gefängnissen veröffentlicht. Personal ist oft sehr gestresst und überarbeitet, bis zu dem Punkt, wo aufgrund dessen Fehler gemacht werden. Stelle sicher, dass ähnliche Sachen nicht bei dir geschehen. Ziele: Errichte einen Personalraum, einen der ganzen gewesen, habe mindestens 5 Wachen ohne Aufgabe, habe kein erschöpftes Personal. Zack, nehmen wir an. Den einen haben wir sogar schon erfüllt, wir haben kein erschöpftes Personal. Wunderbar. Und ein bisschen Geld auf die Kante. Machen wir als nächstes das Büro. Eine öffentliche Tür, sonst kommen die Gefangenen nachher nicht rein, wenn sie mit dem Psychologen sprechen wollen. Zack, komm. Hau ab, setz keine Lampen. Ach, es war eine sogar schon perfekt gesetzt. Macht man selten. Fenster. Zack, die Symmetrisch, weil ich die falsche Ausmaße genommen habe. Räume. Hier ist Boris wieder. Da. Büro. Und zwar, da muss wieder rein. Und zwar ein Schreibtisch. Einen Stuhl. Einen Aktenschrank. Dann brauchen wir, dann nehmen wir dazu noch einen Stuhl auf die Seite. Für den Gefangenen und diesen für den Psychologen. Klischee technisch üblich ist. Eine Couch. Mit einem Sofa. Was hier noch hinkommt, weiß ich nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht fällt uns noch was ein. Das ist der Psychologe. Wunderbar, haben wir das auch. Strom wird verlegt, dann ist auch Licht an. Dann würde ich sagen, als nächstes machen wir die Isolationszelle, die ist relativ schnell fertig. Eine Gefängnistür. Ach nee, Quatsch, brauchen wir gar nicht. Mist. Montieren wir wieder. Demontieren wir wieder. Brauchen wir. Nein, die auch nicht. Die brauchen wir. Und dann als nächstes den Besucherraum. Dann will ich hier noch ein Bett rein. Lampen, bloß für die nächste Stromversorgung. Das soll eigentlich reichen. Und ein Raum fehlt uns noch und natürlich dann der Zaun außenrum. Nämlich Küche mit Kantine. Dann nehmen wir dafür normale Tür. Das reicht eigentlich meistens aus. Ich hatte bisher noch nie größere Vorkommnisse. War
gerade noch rechtzeitig. Die Box ist noch, also die Lampe ist noch in der Box. Zack. 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 Könnte sie. Ne, ist nicht symmetrisch, aber na gut, lässt sich nicht alles ändern. Machen wir das jetzt. Sieht man nachher sowieso nicht mehr, wenn die Lampen fertig sind. Und dann dementsprechend hier, 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 hier. Ist auch nicht ganz symmetrisch, aber lässt sich bei den Maßen nicht ganz verhindern. Jetzt fehlt noch die Betonmauer, die jetzt die Küche von der Kantine trennt. Und natürlich wieder die Stromversorgung. Küche, zwei Herde, eine Kühltruhe, wie rum es dann soll, ich weiß nicht, egal, einen Abfalleimer hätte ich gerne, so muss der sein, ja, einen Abfalleimer und eine Spüle. Und das Ganze natürlich mit Strom versorgen und mit Wasser. So. Das müsste reichen. Ja, wunderbar. Haben wir gleich einen Stromausfall verursacht, weil wir haben nicht auf unseren Kondensator geachtet, der jetzt erschöpft ist. Zu viel Stromverbrauch, zu wenig Stromproduktion. Ich kann noch den Kondensator ran. Dann sollte das wieder reichen. Na, lassen wir gleich zwei ran. Ich habe eigentlich immer gerne mindestens ein komplett frei als Puffer. Und jetzt fehlen noch zwei Besuchertische, die werden wahrscheinlich am Anfang reichen. So viele Besucher werden noch nicht kommen. Und hier in der Kantine die Sitzmöglichkeiten. Wo wir gerade dabei sind, hier fehlt auch noch eine Bank. Für die Holding Cell muss auch eine Bank rein. Und dann haben wir eigentlich alles soweit abgehakt, bis auf den Personalraum. Der fehlt uns noch. Wir können schon mal die Räume zuweisen, damit wir hier auch mal soweit fertig werden. Übergangszelle. Die ist hier. Zack, fertig. Ein Duschraum. Wo ist der? Ich sehe das aber nicht sofort. Ich bin blind. Da, Duschraum. Einen Duschraum. Zack. Geht das? Nee. Leider nicht. Dann haben wir hier eine Kantine. Hier. Und eine Küche. Wo bist du? Da. Eine Küche. In der Kantine fehlt uns noch der Serviertisch. Ja. Dann haben wir hier den Besucherraum. Eine Isolationszelle und einen Personalraum haben wir hier auch. Wo bist du? Da, Personalraum. Gut, dann haben wir eigentlich alles festgelegt und schon alles dreckig gemacht hier schon. Sofa und Getränkeautomaten brauchen wir mindestens. Fangen wir auch mal erstmal nur damit an.
fehlen uns noch die Wachen, die wir momentan nicht haben. Und hier fehlt uns noch der Hof, die Wachen und die Köche. Der Hof. Würde ich sagen, setzen wir ungefähr diese Größe erstmal fest hier. Das reicht vollkommen. Ja, ist klar. Ist noch nicht fertig. Weil auch hier der ganze Zaun noch fehlt. Aber nicht schlimm, das machen wir gleich. Da setzen wir hin zwei Hantelbänke. Zwei Telefonzellen. Und weil draußen ja immer so schön trocken ist. Ja. Dann haben wir noch 6.500 Euro über. Die werden wir auch brauchen, um jetzt die Wand zu ziehen. Das wird wahrscheinlich nicht reichen für die Mauer. Materialien. Ja, aber ich würde sagen, die Mauer und so weiter ziehen wir dann in der nächsten Folge. Das war's erstmal für die zweite Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da oder auch nicht. Und Kommentare sind auch immer gern gesehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Prison Architect. Bis dann. Ciao, ciao.